Nicht zu viel schwätzen. Gehen wir direkt mal rein ins Big Pack Opening hier, Freunde. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Wie gesagt, alles, was wir brauchen, ist hier drin. So viele Legendaries wie möglich, damit wir den Eismager wenigstens nochmal 12 kriegen können. Aber für mich ist mit das Wichtigste der Poison. Ganz, 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 ganz wichtig. Wir gehen rein. 1800 Gold pro Kiste ist natürlich auch lecker, Mäutchen. Das wird der Royal Giant sein. Nehmen wir mit. Auch wieder Glück. Grabstein, nehmen wir mit. Expensive Bro, danke dir für den Prime Sub. Im zweiten. Wusste bis vor kurzem gar nicht, dass du Clash Royale zockst. Ja, jetzt weißt du es. Ich habe schon damals aber auch gespielt, wo es rauskam. Keine Legendary, aber alle Karten, die wir brauchen, bekommen. Und die nehmen wir auch mit. So. Nächste Chest. Da sind jetzt 4 Karten. Ah, ne, es sind wieder 3, ne? Es sind gleich viele gewesen. Glück. Nochmal Royal Giants. Nehmen wir mit. Grabstein, auch nochmal Glück. Okay, genau dieselbe Chest, aber gar kein Problem. Genau das, was wir brauchen, um jetzt hier weiterzukommen. Guck mal, der Gift. Digga, den haben wir dann fast voll. Auf 12. Schmeckt brutal gut. Das ist so annoying. Ihr glaubt nicht, wie annoying das war, Gift irgendwie auf den Turm zu hauen, während der dann mit Skeletten Level 13 verteidigt. Oder Bats Level 13. Und dann braucht es 2 Hits vom Gift, um die zu töten. Digga. Diesmal kein Royal Giant, aber dafür die anderen 2, denke ich. Grabstein und, jawohl. Nochmal Poison, das geht schnell. Aber er hat noch kein Eismagier. Eismagier will ich auf jeden Fall eigentlich mitnehmen. Nächste Chest. Okay, Royal Giant. Grabstein. Und nochmal den Gift. Nice. Das war's dann auch wirklich wieder mit dem Poison, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Warte mal. Ja, den Poison Max, also Max auf 12, ne? Eine fehlt mir. Ein Poison fehlt mir. Wie neun ist das denn? Ich habe immer noch keinen Eismagier gezogen. 4 Karten. Da ist der Eismagier. Da ist der Eismagier, oder? Ja, da ist er. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn das macht jetzt. Soll ich weiter diese Glückpacks ziehen? Oder soll ich warten? Aber komm, wir machen es trotzdem. Wir ziehen so lange weiter, bis wir noch den nächsten Eismagier. Wenn er jetzt in der nächsten Chest ist, ist er nicht, okay. Dann hören wir hier auf jeden Fall auf. Das passt schon. Es geht ab, Bombe. Servus. Wann FN, zittern dir die Beine, Alter? Du bist schon aufgeregt auf Fortnite, oder was? Später. Wir spielen hier die Challenge und dann gehen wir Fortnite schön. Ja, das ist nochmal maximal hier Glück. Der Poison, der kommt aber auch gut voran. Egal, nehme ich mit. Komm, nochmal ein Ice Wizard. Und Digga, gib mir den Grabstein mit, was soll das? Dann verzichte doch lieber auf den Poison, aber gib mir den Grabstein. Da ist die Legi, oder? Nein? Scam. Weiter geht's, die nächste Hap. Oh, die Orangen. Nur richtig der Scam, ne? Wie er mich gebaitet hat gerade. Am besten kriege ich nur 2 Ice Wizards raus, oder? Das sind so Scammer. Holy shit. Wo will jemand Mega-Ritter das? Ich sage, ich letzte die ziehen, oder? Ich behalte mir die restlichen. Ich krieg den Eis-Mega... Ja, jetzt könnte sogar sein. Ja. Okay, da ist er. Perfekt, Alter. Das war eh die letzte, die ich jetzt gezogen hätte. Eis-Wizard schmeckt sehr, sehr, sehr nice. Wir können 2 Karten upgraden. Wir haben aber... Doch, wir haben sogar das Gold. Das reicht. Guck mal hier. Die 2 können wir full machen. Also beide auf 12 und... Fertig, Königsriese voll. Aber jetzt können wir nochmal richtig nice, fette Packs öffnen. Man sieht hier 2 legendäre Blitztruhen.
Ne, das sind normale Blitztruhen. Dann eine Magietruhe. Dann zwei legendäre Königstruhen. Richtig geil. Und in den richtig, richtig fetten Pack, das oberste, sind es dann drei Mega-Blitztruhen. Das ist natürlich, ne, durchgespielt auf hohem Niveau. Sehr gut. Pack-Opening, Freunde. Rein in die Masse. So, zwei Blitztruhen sind da. Eine Menge Gold. Bisschen Gems. Aber das ist, wie gesagt, das 3-Euro-Pack. Das ist noch relativ gering. Blitztruhen müsst ihr euch vorstellen. Man hat 5 Blitzschläge. Die Karten, die kommen, kann man ersetzen durch ein random irgendwas. Sprich, ich habe jetzt die Karten. Was mir daran nicht gefällt zum Beispiel, das kann ich dann wegdrücken, um vielleicht was Neues zu ziehen. Was Besseres. Hier ist es halt aber echt so. Ja, gut. Ja, Mauerbrecher nehme ich mit. Den Giant. Ungerne. So, jetzt habe ich noch 2 Blitzschläge und da kommt immer was randommäßiges. Will ich alles nicht haben. Gut, jetzt habe ich hier keine Wahl mehr. Dann die nächste. Ja. Gravity. Eigentlich macht es ja auch keinen Sinn, oder? So, Elixier Golem. Ja, Minionorder. Alles weg. Was ist das? Oh, wieder Mauerbrecher. Mauerbrecher würde ich gerne auf jeden Fall mitnehmen. Hamburg. Ja, nehme ich auch mit. Lakaienhorden. Na. Na. Kobolde oder sowas. Kanone ist eigentlich auch okay. Können wir da maxen fürs 2.6 Deck. Das ist eigentlich auch sehr nice. Ab ins nächste Pack. Das sind 2 Magietruhen, glaube ich. Sie ist relativ random, was wir bekommen. Legendaries werden halt really high appreciated. Schmodder mit Soße. Ist okay. Also diese Chest. Ja gut, Musketierer nehme ich auf jeden Fall mit. Brauche ich auch. Ah, der Rest. Ike. Ah, das war's auch schon. Stimmt, da war ja nur eine Magietruhe dabei. Aber dafür waren Gems. Boah, Alter, wir haben jetzt schon 2800 Gems. Das sind jetzt richtig dicke, fette Chests. Joche, moin Serkan, Alter. Willst du den Pack-Opening-Lifestyle gönnen jetzt? Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Hier hat man immer zwischen 2 Karten zu entscheiden, welche man nimmt. Heilzauber, schlechteste Karte im Game gefühlt. Feuerwerkerin oder Goblin Gang 24 ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann lieber Dart Goblin. Goblin. Auf jeden Fall Bats. Die will ich auf jeden Fall auch noch spielen. Boah, das ist natürlich. Also. Das sind beides nice Sachen für ein Giant Deck, ne? Royal Giant Deck. Will ich auch eigentlich gern mal spielen, Royal Giant. Komm, ich würde sagen, trotzdem, wir nehmen den Ofen mit, weil Ofen auf nicht Level 13. Auf nicht Level 13 ist Schmodder. Das ist natürlich übertrieben wack und ekelhaft auf ganz hohem Niveau. Wenn man 24 mal epische hat und zwischen 2 auswählen kann und dann sowas kommt. Wut und Wächter. Wut und Wächter. Einmal Wächter kommen. Was brauchen wir an Legendaries? Ich würde Miner nehmen, ich würde Magic Archer nehmen, ich würde. Gut. Guck mal, ich könnte Nachthexe sogar bald 12 machen, aber irgendwie. Die wurde downgepatcht und seitdem. Nicht so geil. Oder soll ich. Ich weiß nicht. Sie ist immer noch nicht schlecht. Ganz gut, komm, ich nehme die Prinzessin mit Scheiß drauf. Ich habe eben nicht vor, die Nachthexe demnächst jetzt zu spielen. Ah, ja, bereue ich es jetzt? Ich weiß es nicht. 4300 Gold, das schmeckt natürlich auch gut. Dann nehmen wir den Magier mit. Magier ist irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist meine absolute Hasskarte against to play in dem Game. Ich hasse es, gegen Magier und Valkyrie zu spielen, gefühlt. Egal wann. Der Magier fuckt mich irgendwie immer ab. Ich weiß wieso. Irgendwie connectet der immer am Turm. Er ist so ein Abfucker. Ich weiß nicht wieso, Alter. Aber Magier ist so schlimm against to play, Alter. No joke. Gerade wenn man von den beiden spricht, aber die müssen halt langsam. Oh, lecker! Das ist natürlich lecker, Alter. 263 mal den Kobold. Den will ich auch mal in Richtung langsam Max sehen. Ja, den Grabstein auch sehr gerne. Den können wir auch sogar bald maxen. Ja, was heißt bald? 300 von 1000 Karten. Das ist natürlich Stich in der Niere. Packer spiele ich halt gar nicht. Würde ich sogar sagen, Goblin Barrel. Nehmen wir mit. Aber da sind wir sicher. Da nehmen wir das Barbarenfass mit. Ich muss sagen, seitdem ich das Spiel wieder angefangen habe zu spielen und ich gesehen habe, dass Barbarenfass ist im Game und ich die Karte sau selten habe, dachte ich, ja gut, ich würde die gerne spielen. Sieht sehr interessant aus, aber ich habe die halt sau selten. Dann habe ich die mir irgendwie komplett ergrindet und auch erkauft, natürlicherweise. Und ich muss sagen, es ist eine meiner Lieblingskarten im Spiel. Barbarenfass kann man so geil einsetzen. Man kann so viel damit machen. Brutal geil. Ich weiß nicht, fühle ich absolut die Karte. So, meiner Archer, Magic Archer. Ja gut, die Prinzessin ist damit. Damit hat sich das auch geklärt, Freunde. An der Stelle. Es hat sich geklärt. Ja, hat sich absolut geklärt. Können wir Level 11 machen. An sich sind diese Chests aber übel geil, finde ich. Diese
Choose Between. Fühle ich. Geile Chest. So, dreimal die legendäre Blitztruhe. Am Ende können wir immer entscheiden, was legen wir weg. 7600 Gold. Lecker. Rabauken jucken mich nicht. Feuerwerkerin gerne nehme ich mit. Kobold Gang 232 mal. 248 mal Kobold. Ich nehme die beide gerne mit. Alter, diese Chest ist so OP. Wie viel ist da drin? 169 mal die Kampfheilerin. 28 mal ein Lightning. Und noch eine Legendary für mit auf dem Weg. Ey, dieser scheiß Fischer, den müssen wir halt einmal blitzen, ne? Weil der absolut wasted ist. Das ist absoluter Ultra-Waste. Aber wir haben 8 Blitzschläge, deswegen machen wir das einmal. Ach, Lavahorn. Ja gut, den Lavahorn können wir eigentlich lassen. Dann haben wir den auch auf 11 und dann hat sich das mit dem erledigt. Ich würde sagen, ich weiß nicht, Mann. Ich würde sagen, ich hau den Blitz weg, oder? Ich würde sagen, ich hau den Blitz weg und die Heilerin. Die Heilerin spiele ich auch überhaupt nicht. Irgendwie nicht meine Karte. Kann broken sein, aber die ist eh auf so einem sehr low Level. Der Lightning muss weg, Alter. Nee, wir spielen hier nicht den DC. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Auch einer meiner Lieblingskarten, der Baby Dragon. Spielen wir auch in vielen Decks, mag ich. Ist eine geile Karte, eine sehr, sehr geile Karte. Ich würde sagen, die Kampfheilerin weg. Ice Golem, ich glaube, den nehmen wir mit. Ich glaube, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die kann man auch in vielen Decks kombinieren. Ice Golem, eine sehr stabile Karte, eine Allrounder-Karte. Wir haben 4 Blitzschläge. Ich würde sagen, einfach mal ein für den Flex. Guck mal, wenn der Lava und weg. Jetzt, wo wir die Karten haben, die Blitzschläge übrig haben. Ja, Gravey hat 1 von 20. 1 von 20, Digga, da hat man nicht mal Bock, die in Richtung 13 zu bringen, ne? Da hat man nicht mal Bock, ganz ehrlich. 20 Mal, Alter. Dann nehme ich alles gerne mit. Ja, den Bomber können wir nochmal weg. Bomber oder Elite-Bahn juckt mich jetzt eher weniger. Die nächste, wir haben noch 2 von diesen Ultra-Chests. Digga, diese Chests sind absolut overpowered des Grauens. Absoluter Pay-to-Win. Geisteskranker Lifestyle. Wirklich brutal schön. 648 Mal ein Tesla. Am besten. Der wird aber so oft gererollt. Das kannst du mir. Das kannst du mir straight out of hell glauben. 106 Kampfpfeiler brauche ich auch nicht. 13 Mal Packer brauche ich auch nicht. 15 Mal Prinz. Muss auch nicht sein. Okay, da können wir eigentlich eine Menge rerollen. Das ist nicht so geil. Oh, ein Holzseller. Ja gut, callen wir dann Tauschmaterial, I guess. Alter. Also, ich würde sagen, boah, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. Ich würde sagen, angefangen bei der Kampfheilerin. Ja, sehr gut. Das passt perfekt. Valkyrie brauchen wir, die nehmen wir auch mit. Prinzen spiele ich nie. Scheiße auf den Prinzen. Weg. Hex spiele ich auch nie. Ah. Komm, wir blitzen den Tesla auch nochmal weg. Ah, das ist noch schlimmer. 3200 Gold würde mir der Ritter bringen. Das ist aber wasted, oder? 684 mal eine Karte. Das ist doch übel wasted. Ah, das tut weh. Soll ich nochmal den Prinzen? Das macht ja keinen Sinn. Auch wenn es jetzt 3000 Gold extra sind. Das macht aber keinen Sinn. Das ist viel zu wenig. Ja, die müssen weg, Alter. Ah, das tut so weh. Komm, einer noch. Ah, Digga. Was sind das für schlechte Karten? Jäger, okay. Können wir sein lassen. Die Frage ist jetzt, nehmen wir die 640 mal den Scheißbomber mit oder... Okay, Bless RNG, die Bombe knallt rein. Bitte was Gutes! Ja, geil, doch, Kanone ist geil, wirklich. Weil in der... Digga, die Kanone haben wir fast max und da können wir ein richtig geiles 2.6-Deck machen. No joke, Alter, die ist fast max jetzt. Das ist eigentlich echt geil. Das ist echt eine gute Chance gewesen. So, ja, der Holzfäller müsste jetzt nicht unbedingt sein. Spiele ich auch relativ selten. Und die 2 Epics, da wäre auch geileres drin gewesen fürs Main Deck, wenn ich ehrlich bin. Aber ist auch kein Genickbrucher. Gibt's definitiv Schlimmeres. Wir kommen zur letzten Mega Blitzrohr. Digga, diese Truhen sind heftig. Das echt. Oh mein Gott. Ach, das ist doch kacke, Alter. Schmutz auf ganz hohem Niveau. Au. Und jetzt noch ein Fischer. Okay, wenigstens der Magic Archer, den nehme ich auf jeden Fall mit. Geile Karte, die will ich auch auf jeden Fall noch lernen. Oh mein Gott, Alter, das ist ja wohl Much auf ganz hohem Niveau. Alle Karten scheiße, außer der Magic Archer. Allesamt. Alle. Direkt auf den E-Dragon gehen. Ja, den Tornado spiele ich, aber macht der jetzt viel aus? Ich würde sagen, wir gehen noch... Boah, Stich in der Niere. Nee. Ja, geil. Valkyra hat so viel Value bekommen, Alter. Die müssen auch weg. Skelette, okay, die kann man auch drin lassen, damit wir auch mal in Richtung Max gehen. Rabauken würde ich auch nie spielen. Komm, was Gutes. Ja, Fledermäuse. Rein in den Specker. Ich würde sagen, hier. Ich würde auf jeden Fall, doch. Ja, gut, jetzt haben wir einen Reroll. Wollen wir den Tornado?
Glesanji! Papa anfasst, noch besser! Darum habe ich gar nicht gedacht, das ist das Beste, was hätte kommen können, glaube ich. Meine Lieblingskarte, Junge! Also das ist geil. Junge, wenn man mal überlegt, wir haben 8 Spins gehabt, alle Karten waren schlecht, außer der Magic Archer. Und wir haben aus allen Karten was Geiles noch rausgeholt. Wie geil ist diese Chest gerade? Die sieht wunderschön aus.